Videos komprimieren mit dem VLC Media Player. Mit dem VLC Media Player lassen sich Videodateien verkleinern. Öffne dafür den VLC Media Player und klicke auf Ablage. Wähle Konvertieren, Streamen aus. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du das Video auswählen kannst, das du komprimieren möchtest. Als Profil wählst du Video MP4. Klicke anschließend auf Anpassen, setze die Bildwiederholrate auf 24 und die Breite auf 1280 Pixel. Sollte deine Datei am Ende immer noch zu groß sein, kannst du mit einer Breite von 854 Pixeln oder 640 Pixeln einen neuen Versuch starten. Bedenke jedoch, dass sich die Videoqualität dadurch verschlechtert. Wende deine Anpassungen an. Klicke auf Als Datei speichern und gib den Namen und den Speicherort des komprimierten Videos ein. Klicke auf Speichern. Der VLC Media Player komprimiert nun dein Video. Während dieser Zeit solltest du keine Eingaben im Player tätigen. Kontrolliere abschließend die Größe der neuen Datei und das Video.